Machen. So, der nächste Talk nochmal, Cory Doctorow. Da muss man wohl nicht viel zu sagen. Er ist ein Aktivist, er ist Science-Fiction-Autor. Und er wurde schon als König der Blogger beschrieben. In XKCD, in den guten alten Tagen, wurde er mit Cape dargestellt. Ja, Cory, bitte leg los. Ja, ich weiß nicht, wie ich mich fühle als König. Also, bitte keine Guillotine. Vielleicht mehr Parteivorsitzende. Ihr habt meine Erlaubnis, mein Bild, ein Foto zu machen, mein Bild festzuhalten. So, das soll um Technologie und Optimismus gehen, wo es herkommt und wo es hingehen muss. Und ich möchte damit anfangen zu sagen, erstmal meine Slides zu zeigen. Ja, machen wir doch das erstmal. Ich möchte jetzt erstmal einen Mythos angehen, und zwar der blinde Techno-Optimist. Ihr habt wahrscheinlich die Geschichte schon gehört. Damals, once upon a time, gab es ein paar Nerds, die das Internet entdeckt haben und dachten, ja, wenn wir jedem das Internet geben, dann wird schon alles gut und alles, was sie brauchen. Alles, was wir machen müssen, ist die Leute verbinden und der Rest wird sich schon selber lösen. Jetzt haben diese Idioten uns in diese schreckliche dystopische Welt gebracht und warum haben sie diese ganzen Probleme nicht vorhergesehen? Und warum ihr wisst, dass das ein Mythos ist, warum man das wissen kann, ist, dass niemand die Organisation wie den EFF gründet, weil sie denken, dass alles einfach sich selber lösen wird. Also, diese frühen Techno-Optimisten, die haben nicht gedacht, dass alles schon großartig wird. Also, ja, alles wird großartig, wenn wir es nicht kaputt machen. Und wenn wir es kaputt machen, dann wird es einfach sehr schlimm. Das ist eher, wie sie dachten. Und bevor Computer einfach nur für die Börse da waren, war es eine Passion. Es ging nicht einfach um Geld, sondern Programmierer waren in der Lage, Dinge passieren zu lassen. Und wenn ihr über die Reise des Programmierers nachdenkt, dann als allererstes findet man heraus, wie man seinen Willen genau genug ausdrückt. Genau genug, dass der Computer es verstehen kann und ausführen kann. Und ohne müde zu werden und ohne Unterbrechung führt dieser Computer es dann aus. Computer, die zu einem Netzwerk verbunden sind, mit diesen kann man seinen Willen dann um die Welt projizieren. Man kann ein selbst ausführendes Rezept erschaffen, das kann man jemand anders geben und der kann es auch ausführen. Das ist besser als ein Rezept. Wenn man ein Rezept hat für Kekse und man gibt dieses Rezept weiter, dann müssen die dieses Rezept immer noch selber ausführen. Aber wenn ein Programmierer ein Rezept erschafft und man gibt das weiter, dann führt das sich selber aus. Also das kann man dann jedem weitergeben und der kann es dann auch haben. Und mit diesen Computern, da findet man auch die Menschen. Man findet Communities. Man findet, ja, Gruppen von Menschen, die das Gleiche wollen. Und jetzt ist leider der Stream unterbrochen. Wir haben kleine technische Schwierigkeiten. Ist das leider bei transatlantischen Konferenzen? Das Signal hat einen weiten Weg hinter sich. Yeah.
but not in yeah, that large scale. So. Wir haben sehr viel schon ausprobiert, aber noch nicht ganz in dieser Größe. Wir hatten schon vorher Events, Devox und das Easter Hack. Und das hat funktioniert, aber natürlich ist das ein wenig kleiner gewesen. Wir arbeiten jetzt daran, dass die Verbindung wieder aufgebaut wird. So, die Stimme kommt wieder. So, all die Dinge, die sie damals getan haben. Und sie haben das gesamte System laufen lassen. Und als dann die Bosse der ganzen Nerds mitbekommen haben, was da im Netzwerk aufgebaut wird, damit kamen die Regeln. Es gab also Regeln dann für Newsgroups. Und ganz am Anfang haben sich die Gruppen mehr oder weniger selbstständig kreiert und es gab alles Mögliche. Es gab Gruppen, die Star Trek Fans waren, Seite an Seite mit sehr exoterischen Vorlieben. Und das wurde dann eingeschränkt. Und als diese Regeln kamen, haben die Nerds alternative Gruppen aufgesetzt. Ist teilweise spezifisch, um Kochrezepte austauschen zu können, ohne dass irgendjemand ihnen vorschreibt, was sie zu zensieren haben. So, also dann gab es Zentralisierung der Technologie. Und ich denke, eine der wichtigsten Fragen jetzt ist, wie ist es passiert, dass wir solche Niederlagen erleiden mussten? Also, dass Menschen, die an toller Technik gearbeitet haben, mit hohen Idealen, wie haben diese Leute uns immer noch an diesen, oder sind diese Leute selber an diesen Punkt geraten, dass das Internet eine Ansammlung von 5 großen Plattformen ist, die alle gefüllt sind mit Screenshots der anderen 4. Das ist nicht von mir, das ist ein Zitat, aber es trifft sehr gut. Und es gibt die Theorie, dass der blinde Punkt eine Dystopie war. Also, dass die Leute schon verstanden haben, wie schlimm es werden könnte, aber dass das, was sie nicht verstanden haben, war die Verbindung zwischen Monopolen und der Wirtschaft und der Technologierevolution. Also wenn man sich an die frühen Tage des kommerziellen Internets zurückerinnert, es war alles sehr dynamisch. Es gab Firmen, die an einem Tag noch Riesen waren und am nächsten Tag von Startups schon geschluckt wurden. Und diese Dynamik, die war nicht nur bedingt durch Technologie, sondern auch durch Kartellrecht in den US. Also wenn ihr euch vorstellt, ein Kind in den 1980ern in den USA wart, da habt ihr vielleicht den Apple II Plus, so 1980, 1981 bekommen. Und das Modem damals, das konnte sich mit einem Bruchteil der Kosten mit allen möglichen Services innerhalb der USA verbinden, weil AT&T einfach zerbrochen wurde oder aufgebrochen wurde. Und kurz darauf habt ihr es wahrscheinlich mit einem Klon und nicht mit einem originalen Modem ausgetauscht. Und das hatte wahrscheinlich ein Betriebssystem von Bill Gates laufen. Ein Mann, der diese kleine Firma namens Microsoft gegründet hat. Und der Grund, warum dieses Startup den Code geliefert hat, war nicht, weil IBM den Code nicht schreiben konnte. IBM konnte sehr guten Code schreiben. Sie waren tatsächlich zu gut im Code schreiben. Und 12 Jahre vorher, vor der Erschaffung des PCs, waren sie in der Kartellhölle. Und sie wurden verklagt und verklagt und verklagt. Und jedes Jahr innerhalb dieses 12 Jahre dieser Verhandlung
haben sie mehr für ihre Anwälte ausgegeben als die Bundesanstalt der USA, also für alle Anwälte der Behörde. Und das Ergebnis war, dass, ja, also das Ergebnis war, dass wenn man Hardware macht, man die Software dafür nicht monopolisieren sollte. Und IBM, das Letzte, was sie wollten, war, diesen Ärger zu wiederholen. Und als sie dann nach 12 Jahren ihren ersten PC gemacht haben, haben sie sich entschieden, das Betriebssystem nicht selber zu machen, sondern sie haben Bill Gates damit beauftragt. Und der Typ, der FidoNet erschaffen hat, der größte Wettbewerber vom Usenet, ein Ingenieur, der auch hier in L.A. wohnt, der hat eine Firma namens Phoenix erschaffen und der war damit beauftragt, die ROMs von IBM auszukundschaften. Und er hat das dann als Basis benutzt, um einen Klon zu schreiben. Und diesen Klon hat, oder dieser Klon wurde dann verkauft an Computerhändler weltweit. Und all die Computerhändler, die solche IBM-Klone, PC-Klone verkauft haben, die hatten alle dieses Betriebssystem. Und das war alles ein Resultat dieses Aufbrechens von AT&T. Und ein paar Jahre später seht ihr vielleicht Microsoft zu einem Riesen werden. Und das Department of Justice, das hat dann die nächsten 7 Jahre damit zugebracht, Microsoft vor Gericht zu ziehen, wie sie vorher IBM vor Gericht gezerrt haben. Und sie hatten zwar die gleichen Erfahrungen wie IBM und danach waren sie auch sehr zahm. Und einer der Gründer von Google hat dann seine Suchmaschine nach der größten Zahl benannt, die er kannte. Und Microsoft hätte sich jetzt damit um Google kümmern können, aber sie hatten diese negative Erfahrung vor Gericht und haben es gelassen. Sie haben dann Google in Ruhe gelassen. Und es hat sich jetzt in diesen Tagen so angefühlt, als hätten wir den perfekten Markt. Ein Markt, in dem man ein Produkt mit wenig Geld machen kann, einfach coden. Man hat ein globales Publikum und dieses Publikum möchte den Code laufen. Wir haben ein günstiges, universelles Netzwerk und das Publikum kann sich einfach das beste Produkt aussuchen. Man kann jederzeit den Code schreiben, der es ermöglicht, die Daten mitzunehmen vom vorherigen Service zum neuen Produkt. Und es war ein Markt für perfekte Ideen, denn jede Idee konnte eine neue Firma finden. Und diese Firma konnte groß werden. Aber was wir nicht verstanden, worüber wir naiv waren, war, dass wir Monopole dafür verhindern müssen. Und daher, genau, also dieses Kartellrecht wurde damals erschossen und lag im Sterben. Und das ist alles wegen diesem Robert Bork. Er ist für die meisten Leute unbekannt. Ich habe das zwar letztens auf Twitter gesagt und mir wurde widersprochen, aber ich denke, nur Amerikaner in ihren 50ern oder ein Mensch mit speziellen Interessen, dann kennt man diese Person nicht. Und dieser Mann hat für Richard Nixon Verbrechen begangen und die waren so schlimm, dass Ronald Reagan ihn dann in den Supreme Court in den USA nominiert hatte, hat der Kongress widersprochen wegen diesen Verbrechen. Und stattdessen hat dann für Ronald Reagan hat er ihn beraten und er hat Theorien entwickelt, wie Monopol- oder Kartellrechte durchgesetzt werden sollten. Und er hatte diese Verbraucherschaden-Interpretation. Er hatte die Theorie, dass wir Monopole nicht verhindern, weil Monopole schlecht sind, sondern weil sie Kunden schädigen. Und er hatte die These, dass solange Kunden nicht geschädigt werden, ist es einfach okay, Monopole zu haben. Und diese Idee war sehr beliebt, nicht nur mit Ronald Reagan. Also alle Weltführer der Reagan-Ära, von Helmut Kohl bis Margaret Thatcher bis Pinochet, haben diese Idee übernommen und gesagt, von jetzt an werden wir Monopole dulden, wir werden sie sogar fördern, weil sie effizient sind. Und wir werden sie nur
beschränken, wenn sie das Monopol benutzen, um Preise zu erhöhen. Und diese Idee ist natürlich eine dumme Idee, aber sie ist sehr beliebt bei reichen Menschen. Denn reiche Menschen mögen die Idee, dass sie einfach Aktien kaufen können und damit Monopole bilden. Und ja, er hat dann mehrere Pressetouren gefahren und Bildungsreisen und Bildungsseminare. Da sind Leute oder Entscheider in teure Hotels gefahren, in Luxushotels und wurden unterrichtet, warum es eine tolle Idee ist, diese Monopole zuzulassen. Und es wurden Journale gegründet und juristische Seminare geleitet, und diese Theorien wurden dann Schritt um Schritt beliebter gemacht bei den Entscheidern und wurden global in diverse Regeln eingegossen. Weltweit, außer in China, da haben sie leicht andere Theorien, aber weltweit ist das jetzt zu den Regeln geworden. Und diese Idee, dass es nur um die Kundenschädigung geht, das ist eine sehr schwierige Idee, also es ist sehr schwierig, diese Idee zu beweisen. Und als Resultat wurden diese Regeln so zur Routine, dass es uns nicht mehr komisch vorkommt. Und sehr viele Handlungen, die damals seltsam waren und kartellrechtliche Konsequenzen nach sich gezogen hätten, sind heute Standard. Also seine Konkurrenten zu kaufen oder dass man seine Kunden kauft, das ist heute Standard. Und die These, warum das jetzt heute als zulässig und als gut gesehen wird, bezieht sich niemand auf Robert Bork, aber auf solche Ideen wie Netzwerkeffekte. Also die Idee, dass wenn man groß ist, man einfach effizient ist und Netzwerkeffekte haben kann. Also warum wir Friendster und Alta Vista nicht mehr haben oder irgendwelche diese seltsamen alten großen Firmen. Das wird damit aber nicht erklärt, denn auch die hatten eigentlich Netzwerkeffekte. Also wir sehen eigentlich nicht Netzwerkeffekte, sondern andere Vorteile, die es hat, groß zu sein. Man hat besseren Zugang zu Geld. Man hat Geld, um einfach seine Konkurrenz zu kaufen. Als Beispiel möchte ich hier Google nennen. Google hatte genau 1,5 gute Produkte, die sie selber entwickelt haben. Sie hatten eine gute Suchmaschine und einen guten Hotmail-Klon. Alles andere, was Google selber entwickelt hat, ist gestorben. Und das ist hier nur eine kleine Auswahl aus dem Friedhof Googles. Und wenn wir jetzt an YouTube und die anderen großen Produkte denken, das sind alles Dinge, die Google gekauft hat. Und das zeigt, dass es kein natürliches Monopol ist, wegen dem Netzwerkeffekt. Es ist ein unnatürliches Monopol, wegen Fehlverhalten. Netzwerkeffekte sind natürlich real. Und das hat man sehr gut gesehen im Bell System, was wir jetzt AT&T nennen. Aber diese Netzwerkeffekte in Technologie sind ganz anders als die Netzwerkeffekte in anderen Industrien. Denken wir zum Beispiel über Transport. Also wenn wir Züge haben und da Schienen. Bei den Schienen macht es eigentlich keinen Sinn, ein zweites Schienennetz aufzubauen. Und deswegen hatten wir bei Zügen dieses natürliche Monopol. Aber der Grund, warum das nicht der Fall ist in Technologie, ist, dass es da diese Interoperabilität gibt. Also wenn wir Programme in symbolischer Logik ausdrücken können und diese Interoperabilität, also diese Dinge ausdrücken können, sodass dein Computer sie versteht, können wir sie auf jedem Computer ausführen. Also irgendwie, es genügt, wenn man den
HTTP-Header kann, dann kann man es überall machen kann. Eigentlich ist das, das kann sowohl positiv sein, aber es kann eben auch adversarial sein. Also es kann sein, dass eine Firma versucht, sozusagen etwas zu reverse engineeren. Also wie zum Beispiel Tom Jennings, der diese ROMs rausgegeben hat. Und das sorgt dafür, dass neue Marktentries möglich sind. Wir können uns zum Beispiel darüber also das Bell-System hatte zum Beispiel nicht nur ein Monopol bei den Netzen, sondern auch ein Monopol darüber, was daran angeschlossen wurde. Also irgendwie nur Bell-Telefone konnten überhaupt angeschlossen werden. Und sie haben argumentiert, dass, weil sie ein Monopol haben, sie wichtig für die nationale Sicherheit sind. Und wenn jetzt andere Telefone angeschlossen werden könnten, dann würde das eben unsicher sein. Aber sie haben diese Macht nicht nur verwendet, um das Netzwerk aufrechtzuerhalten, sondern sie haben diese Macht auch verwendet, um einfach Monopoly-Preise zu verlangen. Das erste Mal, dass dieses zusammengebrochen ist, war, als AT&T versucht hat, da reinzukommen. Und der Competitor von AT&T, der Hasha-Phone, weil dieses Hasha-Phone sich an das Bell-System gepackt hatte, hieß es, das macht dieses System unsicher. Und die Regulatoren haben eben gesagt, nein, das geht nicht. Sie können das nicht. Und das haben sie nochmal versucht bei einem Walkie-Talkie. Das ging für Leute, die auf Bauernhöfen gearbeitet haben, die dann eben in der Lage waren, dieses Walkie-Talkie mitzunehmen und dort unterwegs eben mit Leuten zu telefonieren. Und AT&T hat versucht zu argumentieren, dass eben dadurch, dass man das verbinden kann, das Monopol verloren ist von AT&T und deswegen die Sicherheit von dieses Netzwerks eben unsicher war. Und diese Interoperabilität kann dafür sorgen, dass diese Netzwerkeffekte eben umgekehrt werden. Also Interoperabilität war wirklich sehr wichtig für heutige Tech-Monopolitäten. Also denken wir über die iWork Suite nach. Also Apple war vor iWork in riesigen Problemen bei Firmencomputern. Also fast niemand in diesen Firmen hat Apple verwendet, sondern Microsoft hat das verwendet. Es gab vielleicht ein paar Designer oder Tech-Leute, die eben Macs verwendet haben. Und Microsoft hat dann dafür gesorgt, indem das Microsoft Office für Mac nicht abgedatet würde, waren Programme, Office for Mac verwendet wurden, konnten nicht mehr verwendet werden. Das heißt, wenn ich jetzt Dateien konnten nicht mehr geöffnet werden. Und natürlich hat der Bill Gates das nicht geändert, weil er das so gut fand, sondern Steve Jobs hat tatsächlich einfach etwas reverse-engineert und hat dafür gesorgt, dass man Dateien auf einmal auch auf dem Mac schreiben und lesen konnte.
einfach nur, indem man diese eine Software laufen lässt. Und das hat dafür gesorgt, dass der Mac eben überlebt hat. Und es war nicht nur die Software, sondern es war auch die Hardware. Am Anfang der 1990er war, oder späte 1990er, war Lexmark der Druckerteil von IBM. Es war kein Monopol zu diesem Zeit und Lexmark hat Mikrochips verwendet, um dafür zu sorgen, dass Leute ihre Laser-Cartridges nicht wiederfüllen können. Und eine taiwanesische Firma hat das dann im Prinzip einfach reverse-engineert, also hat das verändert. Und dann konnten eben auf einmal Leute günstige... Dann konnten eben auf einmal Leute günstige Firmen. Also so wurde dieser Netzwerkvorteil zu einem Netzwerknachteil, weil die vielen Kunden, die vorher gebunden waren, plötzlich potenzielle Kunden für einen Konkurrenten wurden. Und mit Facebook war das ganz ähnlich. Ähnliches. Damals war MySpace groß. Jeder, der Social Media wollte, war schon auf MySpace. Und MySpace gehörte einem reichen, skrupellosen Menschen. Und Facebook wollte diese ganzen Leute auf ihrem eigenen Netzwerk haben. Und die haben jetzt einen Bot geschrieben. Und diesem Bot konnte man seine Login-Daten geben und der hat sich dann für den User auf MySpace eingeloggt, die ganzen Daten abgeholt, die Nachrichten abgeholt, die Freunde abgeholt und das alles nach Facebook weitergeleitet. Und das hat dann dazu geführt, dass wir ein sehr dynamisches System hatten, dass es geändert hat, wie wir mit Technologie interagieren. Aber das ist alles dem Dodo nachgegangen und ausgestorben. Denn wir haben keine kompetitive Kompatibilität mehr. Wir haben jetzt Softwarepatente, wir haben Software-Copyrights und wir haben Anti-Circumvention-Regeln, also Regeln, die es verbieten zu umgehen. Das haben wir zum Beispiel bei dem YouTube-Downloader gesehen, der verboten wurde, weil er gegen Benutzungsbedingungen verstoßen haben soll. Und zum Beispiel Facebook hat jetzt auch Nutzungsbedingungen. Und wenn ein Service diese Nutzungsbedingungen nicht einhält, dann wird er offiziell illegal, laut Meinung von Facebook. Und das ist... sind Probleme, die immer mehr werden. Und jetzt neue Regeln, die durch sehr teure juristische Streitigkeiten erkauft wurden, zum Beispiel gegen Oracle, die haben uns Regeln gebracht, aber neue Copyrights, also diese ganzen Regeln, die sind Intellectual Property, also geistiges Eigentum. Und wer diesen Begriff kennt, der weiß, dass Aktivisten ihn hassen. Denn, ja, ich vermisse jetzt die Slide, aber das ist egal. Also ich finde, man sollte dieses Intellectual Property eigentlich Autor-Monopol nennen. Denn das ist, was es eigentlich ist. Das ist, was es damals zur Gründung der US genannt wurde. Und Autoren hassen diesen Begriff, also wenn man sagt, dass sie ein Monopol haben. Denn, ja, also wenn ich sage, ich habe diesen Text geschrieben und ich habe das Monopol, ihn zu sagen, dann heißt es zwar, dass ich das Monopol habe, aber ich habe keine Marktmacht dadurch. Also ich kann keine Miete aus dem Markt herausziehen. Also jetzt diese Leute, die dieses Monopol haben, die können keine seltsamen Preise, keine überhöhten Preise dafür verlangen. Aber andere Monopole, richtige Monopole, die können schon sehr hohe Preise abrufen. Also das ist natürlich kein schlechter Punkt. Ein Autormonopol ist kein Monopol in dem Sinne, wie wir es für Kartelle im Tech-Sektor
anführen. Es hat aber eine sehr besondere, spezifische Bedeutung. Es hat nichts zu tun mit, IP hat eigentlich nichts mit Eigentum oder Geistigem zu tun, sondern es sind Copyrights, es ist eine Ansammlung und es hat die genaue Bedeutung, jede Regel, die mich entscheiden lässt, wer mich kritisieren darf, wer gegen mich antreten darf auf dem Markt und wie meine Kunden sich zu benehmen haben. Und wenn man eine Marktrecht-Monopol mit dieser Art von Monopol kombiniert, mit diesem IP-Monopol, dann bekommt man etwas sehr viel Widerstandsfähigeres als ein normales Monopol. Oder auch das Copyright-Monopol für sich. Man bekommt ein Monopol, das die Regierung verteidigt. Wenn man also beispielsweise ein Monopol hat, das man mit einem Patent verteidigen kann, zum Beispiel HP, die ihre Tintenpatronen monopolisieren, dann wird die Regierung an den Grenzen kompatible Tintenkartuschen abfangen und einziehen. Also wenn man ein solches Monopol hat, dann wird die Regierung einen dafür belohnen, indem man die Durchsetzung übernimmt. Und wenn man jetzt eine IP-Monopol hat, wie zum Beispiel Anti-Circumvention, also Umgehungsverbote, dann wird die Regierung Leute bestrafen, die Schwachstellen aufdecken. Wenn man also eine Schwachstelle im Telefon hat und jemand findet so einen Defekt, der Leuten erlaubt, ihre eigenen Tonerkartuschen zu installieren, dann kann es nach der Copyright-Direktive der EU oder auch rund um die Welt in anderen Regeln ein Verbrechen sein, das offenzulegen. Also Sicherheitsforscher können dafür ins Gefängnis gehen, wenn sie so etwas aufdecken. Und ich habe anfangs gesagt, dass die frühen Pioniere nicht blind waren für diese Gefahren, aber einige natürlich schon. Also wenn als anfangs das Geld hereinzufließen anfing, dann konnte man sich natürlich sehr leicht selbst überzeugen, dass man selber der Gute ist und dass das Ganze eine gute Sache ist. Also wenn man in der Garage anfangen konnte und große Firmen damit zu Fall bringen und selber groß werden konnte, das hat viele Leute befeuert. Aber diese Tage sind vorbei, wegen Monopolen. Dank Monopolen können Gründer, die eine Firma gründen wollen, die es mit Monopolen aufnehmen können, die haben keine Chance mehr. Diese großen Firmen, also wenn jetzt heute Gründer von Startups Kapital einsammeln wollen für diese riesen Märkte, die bekommen gesagt, dass das Killzonen sind. Also man kann es nicht mit den großen Monopolen aufnehmen. Jedes Startup, das es versucht, wird einfach zerquetscht. Also wenn man jetzt heute nach Silicon Valley geht, dann möchte man nicht die Welt ändern. Man träumt davon, eine kleine Küche zu haben mit freiem Kombucha und samstags oder dienstags Massagen bekommen von der Firma. Also man träumt nicht mehr davon, den Riesen zu stürzen, sondern möchte für ihn arbeiten. Und nachdem die Monopole keine Angst mehr haben müssen, ihre Kunden an Startups zu verlieren, können sich jetzt voll darauf konzentrieren, ihre Kunden einzusperren. Und diese Gefängnisse für Kunden wurden von Technologieenthusiasten erschaffen. Und ich denke, so kann man jetzt auch verstehen, wie der Google Walkout, also dass der Streik quasi von Experten stattfand. Diese Technologieenthusiasten sind immer weniger in der Lage, sich selbst zu belügen, sich selbst vorzumachen, dass es okay sei, was sie da tun, dass sie Überwachungssoftware schreiben, dass sie Diktatoren unterstützen mit ihrer Software. Und ihnen wird mehr und mehr klar, dass sie die Technologie für Gutes verwenden wollen, dass es nicht okay ist, sie für Überwachung und für schlechte Dinge zu verwenden und dass, wenn wir das jetzt falsch machen, dass es dann wirklich schrecklich wird. Ich muss oft an Oppenheimer denken, der sehr berühmt dafür ist, dass er
ein guter Physiker und ein guter Manager war, dass er im Manhattan-Projekt entscheidend war. Und berühmterweise hat er ja beim ersten nuklearen Test gesagt, oder hat er sich weggedreht von der Pilzwolke und gesagt, ich bin der Tod geworden, der Zerstörer der Welt und der Welten. Und er hat sich danach sein Leben lang darum, sein restliches Leben darum gekümmert oder versucht, die nuklearen Waffen wieder von der Welt zu entfernen. Und heutige Äquivalente zu Oppenheimer sollten sich wirklich bemühen, das zu machen, bevor sie ihre Waffen in die Welt bringen. Und wir sind jetzt an einer Weggabelung, dass es wirklich einfach ist, diese schädlichen Werkzeuge in die Welt zu setzen, aber wir haben auch wirklich die Möglichkeiten, das nicht zu tun. Und sicher ist eine gute Rente nicht genug, um uns zu motivieren, diese schlimmen Dinge zu tun. Also viele, die heute zuhören, haben sicher meine Bücher gelesen, Little Brother und auch Homeworld. Ich weiß das, weil ich sehr oft von meinen Lesern höre, gerade bei Events wie CCC oder auch der DevCon. Da kommen Leute zu mir und sagen, ja, ich habe deine Bücher gelesen und ich habe verstanden, also sowohl wie mächtig Technologie sein kann, als auch wie schrecklich es wäre, wenn diese Macht nicht für das Volk, sondern gegen das Volk verwendet wird. Und deswegen bin ich ein Sicherheitsforscher geworden, ein Menschenrechtsaktivist, ein Anwalt. Und wirklich, das ist mit das Beste in meinem Leben, abgesehen von meiner Familie, meinem Kind, die Tatsache, dass Menschen da draußen ihr Leben für etwas Besseres einsetzen wollen, wegen meiner Arbeit. Und dass die Chance besteht, dass mein Kind in einer Welt leben kann, die Orwell nicht als Optimisten dastehen lässt. Und ja, jetzt habe ich dieses Jahr ein neues Buch herausgebracht, es heißt Attack Surface, und das hier ist wirklich keine Werbung. Also ihr müsst es nicht lesen, wenn ihr das hier zuschaut, dann braucht ihr es nicht, wahrscheinlich. Es würde euch vielleicht gefallen, aber darum soll es hier nicht gehen. Es ist eine Geschichte über die Art von Technologist oder Technologieenthusiast, die sich selbst etwas vorgemacht hat, die gesagt hat, ja, meine Arbeit ist nicht so schlimm, wenn ich es nicht mache, dann macht es jemand anders. Und wenn ich es nicht mache, dann macht es jemand anders. Ich bin nicht Oppenheimer. Aber die dann festgestellt hat, wahrscheinlich zu spät, dass sie ein Leben lang daran gearbeitet hat, eine Dystopie zu erschaffen, die sie selbst nicht wollte und die daran arbeitet, es wieder gut zu machen. Und warum ich diese Geschichte geschrieben habe, ist, weil ich wirklich Technologisten oder Technologieenthusiasten motivieren wollte, die vielleicht aufwachen und ihren Weg noch ändern. Und ja, ich hoffe, dass es Leute schaffen, ihr Leben zu ändern. Und das ist eine wichtige Botschaft, finde ich, denn diese IP, diese Monopole, die sind für jeden Menschen, werden jeden betreffen, zum Beispiel durch vernetzte Geräte. Und das sieht man sehr schön hier in diesem Bild. Es ist, darauf bin ich sehr stolz, es ist copyright-mäßig nicht ganz offen, aber ja, bitte, wenn ihr nur mit einem Ohr zuhört, schaut euch dieses Bild kurz an. IoT, vernetzte Geräte, bedeuten, dass jedes Gerät in unserer Welt Zugang zu oder unter IP fällt, unter Copyright fällt. Und wenn Regierungen diese Regeln, die die Hersteller sich ausgedacht haben, durchsetzen, indem sie die Leute bestrafen dafür, dass sie diese Beschränkungen umgehen wollen, also diese IoT-Geräte, diese vernetzten Geräte, die sind nicht einfach nur smart, um nützlich zu sein, sondern auch, um die Wünsche der Hersteller durchzusetzen, um die Handlungen der Nutzer zu kontrollieren, um Kritiker verstummen zu lassen. Diese Geräte haben ein, die beobachten uns die ganze Zeit. Und wenn sie etwas beobachten, was den Besitzern der Hersteller vielleicht nicht gefällt oder den Shareholdern vielleicht nicht gefällt, dann werden sie uns verraten. Und das sagt jetzt vielleicht über meine Vorstellungskraft, für Dystopien etwas aus, aber
das macht mir wirklich Angst. Und das ist jetzt natürlich eine sehr negativer Punkt. Damit will ich nicht enden. Deswegen ein paar Zitate. Und das kommt jetzt von James Boyle, meinem Kollegen. Und wenn er von der Computerbefreiungsbewegung redet, dann vergleicht er es mit der Ökologie oder Umweltbewegung. Und vor der Umweltbewegung hatten wir keine Bewegung, hatten wir keinen Begriff. Wir hatten nur eine Ansammlung von Problemen. Manche Leute machten sich Sorgen um Wale, manche um Eulen. Und alle haben etwas Wichtiges gemacht, aber sie waren nicht wirklich Verbündete. Aber die Begrifflichkeiten, die haben das geändert. Also die Umweltbewegung, die hat all diese Probleme in eine Bewegung vereint. Und in dieser Bewegung haben alle auf der gleichen Seite gestanden. Also der eine war wegen Eulen in der Bewegung, aber man hat mit denen zusammengekämpft, die die Ozonschicht schützen wollten. Und heute sind Monopole ein Problem für viele Menschen und sie haben unsere Leben auf hunderte von Arten gefährdet und schlechter gemacht. Ob man jetzt Bier mag oder Wrestling oder gerne fliegt oder ob euer Geld gestohlen wurde von großen Firmen, ob ihr jetzt erbost seid, weil es noch drei große Labels gibt oder vier große Filmunternehmen. Oder ob ihr sauer seid, weil ihr den Impfstoff nicht kriegen werdet, weil es noch eine Firma gibt, die die Glasflaschen herstellt. Also all diese Leute, die wissen es vielleicht nicht, aber sie sind auf derselben Seite. Und der Kampf, den sie führen müssen, ist gegen Monopole. Und die Leute reden jetzt über Big Tech, als ob das eine Ansammlung von Genies sei. Aber wenn wir die Maske abreißen, dann sind das nicht Genies, und die deswegen Monopolisten sind, sondern es sind einfach die letzte Version von Monopolisten, die wir seit Urzeiten bekämpft haben. Seit den Rockefellern. Seit jeder monopolistischen Familie, die ihre eine Dynastie etablieren wollten, um zu regieren wie Könige. Und all das wurde aufgebrochen und sind jetzt nur noch Namen auf Gebäuden. Und wir müssen jetzt diese Leute darstellen oder bloßstellen als das, was sie sind. Nicht Genies, sondern einfach nur ein paar reiche Menschen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Zurück zur Moderation. Well, thanks for this talk. Vielen Dank für den Talk. Wir haben eigentlich keine Zeit mehr, deswegen wird Q&A im Fireside-Chat sein. Und die ganzen Fragen, die wir schon gesammelt haben, werden dann gestellt. Wir hatten leider einen kleinen Stream-Unterbrechung. Ja, die Unterbrechung war leider während der kompletten Nacktszene. Also die Geschichte der Netzwerke. Wir wissen es leider nicht genau. Es war wahrscheinlich die Geschichte über die Alt-Hierarchie. Also, wenn ihr jetzt zu eurer Lieblingssuchmaschine geht, AltaVista oder Yahoo, dann findet ihr recht über die Alt-Hierarchie einen Artikel, den ich für den EFF geschrieben habe. Okay, wonderful, thank you. I think people know how to use Google. Lycos hat es wahrscheinlich auch im Index. Yes, they'll try to figure it out. All right, well, thank you very much. Ja, vielen Dank.